Und das tut er auch. Du hängst da ein bisschen fest. Gong. Ja, lustig wird, sobald die Baumstämme runterfallen. Aber ja, da wird er auch eine Weile Spaß dran haben, bis er die ganzen Baumstämme aufgeräumt hat. Sollen wir ihm einen unserer Baumfäller als Hilfe geben? Nö. Wofür? Die haben ja genug Arbeit, von da oben das Holz runter zu transportieren. Dann brauchen sie nicht auch noch ihm helfen. Ja, ich weiß, ich bin freundlich manchmal. Das ist beim Brickfront sowieso, weil die machen nicht immer das, was ich will. Die machen teilweise komische Sachen. Zum Beispiel hier irgendwelche Löcher graben. Gut, das war, glaube ich, ich aus Versehen. Aber trotzdem. Aber ja, guckt mal, die Schreiner helfen auch ein bisschen mit. Tun sich von dort die Baumstümpfe ab, um sie zu Brettern zu verarbeiten. Manchmal. Aber ja, hier werden auch einige Bäume wieder in den Jordan fliegen. Das weiß ich jetzt schon. Werden dem großen Meer geopfert. Sollte jedenfalls Wasser sein da unten. Nur das ist eine massive Oberfläche. Fällt mir jetzt gerade so auf. Aber dem Blau nach zu urteilen, sollte es Wasser sein eigentlich. Ich meine, wenn man hier gerade guckt, wo die Sonne hinscheint. Das Ding gerade ist, irgendwo über uns, wo wir es nicht sehen. Ja, super leck. Also super ruckler. Und flupp, genau das meinte ich mit. Fällt alles runter auf die Baustelle.
Er weiß jetzt nicht, was er mit dem Stamm anfangen soll. Nein, das ist eins zu viel. Das ist auch eins zu viel. Naja, sobald er hier aufgeräumt hat, kann er hier aufräumen. Das war gerade eben auch sehr unschön mit anzusehen, wie Zeps die ganze Zeit gegen den einen Baumstamm geglitscht ist. Jo, Energy Maximum reached. Man sieht, unser Crystal baut auch keine Energie mehr auf. Naja, aber guck mal, das hier ist schon fertig. Ah ja, was hier so runterfällt, muss dann auch weggeschafft werden. Darfst du dann übernehmen, weil du gehörst zu denen, die die Schweinerei hier anrichten. Ah ja, schön zu sehen, dass das einigermaßen rund läuft gerade. Sagen wir mal so, an die Baumstämme dürfte er rankommen. Hops, 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 hops. Alles kein Problem.
Ja, und hier dann raufkommen wird eher interessant. Ja, solange es immer weniger Baumstämme werden, ist es gut. Ja, es werden immer weniger. Hier die aus der Ecke und hier sind schon alle verschwunden. Es sind nur noch die hier. Wobei das auch noch mindestens 25 Stück sind. 30 sogar vielleicht. Also hier sind 5. Das sind nochmal 5, sind 10. Hier sind nochmal 5. 15. Das sind 5, macht 20. 25, hey, 30 genau, wenn ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 und er schleppt gerade Nummer 30 weg. Also ja, ich habe mich verzählt. Da scheinen sie wieder irgendwelche Morsecodes zu bauen. Und ja, er räumt schön das Holz von hier unten weg. Hier werden es auch immer weniger Bäume. Das Holz nimmt ganz langsam etwas zu wieder. Auch gleich mal schauen. Eins zu viel.
Oh, da kriegt er mal wieder Hilfe, weil gerade kein Holz da war. Jetzt ist es hier nur mehr Holz geworden. Du musst nicht mal da runterhüpfen, da kannst du auch von hier oben schnochen. Aber ja, auch dieser Wald wird immer mehr zurückgedrängt. Zum Glück können da keine Ents rauskommen. Das wäre unschön. Fehlt noch ein bisschen was. Und ja, ich würde sagen, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Save. Und dann gibt es hier mal wie immer einen Cut. Also, bis gleich.